Denn es gibt einen Artikel über unsere Liebeshotel-Geschichte. Wollen wir das durchlesen? Von ingame.de. Hier. Twitch-Stars landen ungewollt in Liebeshotel. Verpassen dadurch LOL-Legende. Was ein fucking Clickbait, aber geil. Okay. Was schreiben die so? Die Twitch-Streamer Tolkien, No Way und Agrin wollten zum MSI 2022 Finale. Stattdessen landeten sie im Liebeshotel und verpassten eine LOL-Legende. Tolkien, No Way und Agrin waren zur MSI Knockout Stage in Busan, Südkorea. Dort schauten die E-Sportler erst das Halbfinale zwischen T1 und G2. Okay, ja, das stimmt, aber ja nicht, aber halt nicht on stage. Wir haben das ja in einem Dingens geschaut. In einem PC-Bang. Am nächsten Tag besuchten sie dann das MSI-Finale zwischen T1 und RNG. Die eigentliche Story spielt sich jedoch abseits von League of Legends und eher drum herum ab. Das von den Streamern und YouTubern gebuchte Hotel erwies sich nämlich als Stundenhotel. Das sind die Fakten. Okay. Schön die Follower reinhauen, ne? Damit man auch sieht, wie relevant wir sind. Okay, deutsche LOL-Streamer landen in Liebeshotel. Schublade mit Kondomen. Wer sind No Way, Tolkien und Agrin? No Way, Tolkien und Agrin zählen zu den bekanntesten und größten League of Legends-Streamern in Deutschland. No Way hat mit über bla 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 bla. Warte mal, was? Die 3600 Subs von Tolkien und 2200 von Agrin können sich durchaus sehen lassen. Alter! What the fuck? Dort die erste Überraschung. Check-in erst ab 22 Uhr möglich. Tolkien wurde schon zu diesem Zeitpunkt misstrauisch. Okay, bisher, naja, ein bisschen, sagen wir mal, sensationell geschrieben, aber bisher alles wahr. Sie bekamen ein Zimmer für drei Personen. No Way musste sogar auf dem Boden schlafen. Das ist falsch geschrieben. Ich meine, die haben uns eine Stunde früher einchecken lassen in ein Zimmer, das nicht von uns gebucht war, weil die halt gesehen haben, dass wir so am Arsch waren. Und Mitleid in uns hatten, haben sie uns halt ein Bett gegeben für eine Stunde. Zu viert halt. Aber naja. Und also irgendwann haben wir da auch gekuschelt, tatsächlich. Wir waren einfach zu dritt in einem Bett. Aber naja. Dann der Banger. Es war ein fucking Sexhotel, schreit Tolkien zu sein. Es gab eine ganze Schublade mit Kondomen. Wir konnten die ganze Nacht Schreie von jungen Ladies hören. Arin hatte ihn schlichtweg von ein Liebeshotel gebucht. Später kam sogar noch Streamer Cookie dazu und sie schliefen zu viert in einem Raum. Wir schliefen. Wir haben halt da gewartet, bis wir in unsere richtigen Zimmer konnten, ne? Aber ja, Agrin wollte Geld sparen und nahm einfach eins der günstigsten Hotels. Der LOL-Streamer dachte, das Zimmer würde 20 Euro die Nacht kosten. Das ist einfach nicht wahr. Das ist aber wirklich einfach nicht wahr. Das Zimmer hatte 90 Euro die Nacht gekostet. Oder 90 bis 100 Euro. Und ich dachte mir, okay, ist halt so. Ist jetzt kein 5-Sterne-Ding? Aber sollte schon nicht Trash sein, dachte ich mir. Ähnliche Geschichten erzählt sonst eigentlich eher Montana Black, der seinen Fans durchaus mal von Dreiern mit Transgendern erzählt. Auch heiße Liebesnächte mit Zuschauerinnen hat Montana Black schon hinter sich. Okay. Wie die vier ohne viel Schlaf zum MSI-Finale fuhren und aufgrund der Müdigkeit nicht auf die Afterparty gingen. Dort war nur Cookie. Dann regte sich Tolkien auf. Und wisst ihr, mit wem Cookie ein Bild vom Stand gemacht hat? Es war natürlich League of Legends Superstar Faker. Weil wir in einem Liebeshotel waren, habe ich Faker nicht getroffen. Das werde ich vielleicht auf ewig bedauern, sagte der Streamer konsterniert. Und doch hatte der Aufenthalt auch etwas Gutes. Die Story mit dem Sexhotel ist schon lustig. Dass ich das dachte, ich würde doch niemals ein Zimmer für 20 Euro die Nacht kaufen. Also buchen. The fuck? Das muss ja Trash sein. Bisschen Würze reingetan haben sie aber schon. Ach man, wir haben den Action nochmal. Oh mein Gott. Der Harvard Kasix. Ich sammle Content für Twitter. Nee, Leute, es geht nicht darum, dass er schlecht ist. Das ist gar nicht die Rede. Es geht darum, dass er trollt. Er trollt, wenn er mich im Team hat. Rennt einfach, ohne es zu verstecken, einfach runter. Sobald eine Sache schief geht, hat er keine Lust mehr. Und ich meine, jedem geben ein paar Sachen schief, ne? Ist das Kane Jungle? Ist das Volibear Jungle, oder? Ist das Volibear Jungle und Kane Toplane, glaube ich. So, der gute Spiel jetzt First Time Azir. Ich glaube, ich werde hier am Red Dwarf anfangen, Grab 20 machen. Weil der Kerl immer irgendwelche komischen Shenanigans macht. Also die Trollip-Kerl, jedes Mal, wenn ich gegen ihn spiele, hat er immer sehr, sehr, sehr komische Paar-Things. Vielleicht können wir ihn hier so ein bisschen off guard catchen.
ist so, dann ist geflasht. Das ist ein Execute. Das ist ein Wort oder wie? Okay, man. Ich werde halt unterm Turm basen. Das ist ja okay. Und es fängt an. Ich meine, was soll man erwarten? Er spielt First Time, also ja. Ist halt kein. Er rennt nicht runter, ne? Er spielt halt einfach nur absichtlich nicht gut. Also halt nur Soft Int. Nicht full on. Aber ich meine, wir gewinnen. Also alle anderen gewinnen. Das Game ist halt actually winnable, ne? Ausnahmsweise mal. Ich hoffe, er macht es nicht hundertprozentig, dass wir das Game verlieren. Weil wenn jetzt weiter runter, ist natürlich trotzdem schwierig. Er hat geghostet. Das wird ja. Also ich sage ja, okay. What the fuck? Ist das? Also sorry, what the fuck is that? He's dead. Wir werden dieses Game gewinnen, ne? Aber dass er uns tatsächlich soft intet, ist trotzdem ein Fact. I mean, scheiße. Oder vielleicht carried leader das Game. Und dann hätte er uns erfolgreich runtergerannt. Wie sich beide gegenseitig assiolten. Oh mein Gott, ich dachte kurz, das wäre der gegnerische Swain und ich würde das wasten. Bin ich fucking tanky. Ich bin zwar durch CC, aber das juckt keinen. Holy shit, ey. Ich finde unsere Black Cleaver-Synergie geil. Oder eher Anti-Synergie. Ich glaube, es ist schon okay. Ich glaube, Black Cleaver ist schon fein zu doublen. Ist das nicht so, dass wenn man. Also, sagen wir, ich generiere 5 Stacks und sie generiert 5 Stacks, dann. Also, die adden sich ja zusammen, ne? Oh, GG. Nee, also, was ich meine ist, wir stacken ja, also wir kriegen ja die Stacks, die man braucht, kriegen wir schneller zusammen. Ich werde den Report noch, also ich meine, in dem hat er nur gesoft-intet. Indem er Champion first timed. Aber der grieft mich. Der grieft mich auf jeden Fall. Ich glaube, das Game wäre auch sehr, sehr schlimm gewesen, wenn wir nicht jede andere Lane gewonnen hätten. Das wäre nicht wunderbar gewesen wegen ihm. Genau, die Stacks sind schneller drauf, das ist, was ich meine. Warum wackelt deine Kern? Naja, weil ich halt meinen Fuß wackel. I guess.